Flymi. Auf. Jetzt kommt ein Gast. Nein, es sind drei. Wir haben aber die gleichen Wurzeln. Niederbayern. Ja. Ja, sie ist aber Außenministerin Niederbayerns. Sie ist sogar, man möchte sagen, sie ist die Botschafterin Bodenmeisens. Es ist der Genitiv. Ich glaube. Bodenmeisens. Ja, sie ist des Bodenmeisens Botschafterin. Und jetzt sind sie alle drei hier. Hier ist Gloria Gray. Was für Hallo. Eine Pracht. Wow, welche Haare. Ja, hatte ich auch mal. Wirklich, oder? Dreht einen Schritt nach vorne, ich schließe die Türe und schleiche mich an deine linke Flanke. Okay. Hallo Gloria, wie geht es dir an diesem Tag? Hallo, erst einmal auch euch beiden. Mir, uns geht's sehr, sehr gut, sonst wäre ich nicht hier. Und du trägst nach wie vor seit Jahren jetzt schon ganz stolz diese Plakette. Ja, mit stolz gewölbter Brust sozusagen. Die Bodenmais-Plakette, weil ich schon im zweiten Jahr Bodenmais-Botschafterin bin. Was bringt dieses Amt so alles mit sich? Ein Haufen Arbeit. Viele öffentliche Auftritte, so wie jetzt. Vielleicht aber auch freie Parkplätze in der Innenstadt zu Bodenmais? Ja, mit Schmus und Flitter könnte das schon passieren, ja? Es muss ja auch Vorteile haben. Man kann nicht sagen, ja, die soll mal machen und dann hat sie nichts davon. Ich beklage mich überhaupt nicht. Ich mache das sehr, sehr gerne. Ich bin froh, dass ich gefragt wurde. Und ich mache meine Amtszeit natürlich bis zum Schluss. Und es ist Ende Januar 2020. Ich befürchte, dass unsere Karin sich gerade ein wenig klein vorkommt. Wollen wir uns setzen, das stimmt. Dass wir alle auf Augenhöhe sind? Sehr gerne. Dankeschön. Dann Gloria, in die Mitte, bitte. Genau. Erscheinung. Aber wir tragen Kunstwerk. Einen ähnlichen Lippenstift. Ist das so? Sehr, sehr schön. Sündiges Rot, oder? Ist das besser? Oh. So! Das ist super. Aber wie kommt man denn eigentlich zu diesem Job, als Botschafterin von Bodenmais tätig zu werden? Ich wurde vom Tourismuschef gefragt. Der hat mich halt über die Jahre beobachtet, dass ich eine fleißige, umtriebige Frau bin, die immer in vielen Projekten gleichzeitig unterwegs ist. Und er hat gedacht, das ist doch die richtige Person, um den Bayerischen Wald im speziellen Bodenmais nach außen zu bringen. Gerade was Bayerischer Wald, Niederbayern und Oberbayern angeht. Einen schönen Wechsel. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes Botschafterin und springe hin und her oder fahre, je nachdem. Was ich mich gerade frage, Formel-1-Fahrer, ja. Die trainieren sehr stark auch die Nackenmuskulatur. Wenn ich jetzt dein Haupthaararrangement anschaue, hast du das auch in irgendeiner Form gemacht oder kommt das von selbst, wenn du dir das so, also das ist Wahnsinn. Also unter uns fünf, das prächtige Haupthaar und dessen Gewicht ist das kleinste Problem. Es gibt was anderes, das viel, viel mehr zieht und über die Jahre hier eine starke Nackenmuskulatur mir beschert hat. Aber, daher geht das. Aber da das Haupthaar sich nach hinten mehr ausweitet, das Kann andere Gewicht ausgleichen. Nach vorne, ist es sozusagen alles im Lot. Ja, ja, ich muss es nur in der Mitte aushalten. Und das ist jetzt nicht gelogen. Ich bin ja mit 14 cm Absätzen plus, ich weiß nicht, 30 cm heute, 2,40 m in etwa. Taxi bestellt, man ist froh, wenn man überhaupt eins bekommt zur Wiesnzeit. Und der Mann war sehr, sehr nett an der Stelle. Ein Dankeschön, der hatte auch eine rote Clownnase dabei, warum weiß ich nicht. Auf alle Fälle hat er den Sitz ganz nach hinten gelegt und ich bin im Liegen hierher gefahren worden. Ist das nicht auch eine adäquate Position für eine Außenministerin, dass man in einer Art Sänfte zur Wiesn getragen wird? So gesehen auf alle Fälle, ja. Kutscher, mach die Lehne zurück. La Gloria möchte auf die Wiesn liegend gebracht werden. Ja, so war es. Aber es waren die Umstände. Sonst würde ich das nie in Anspruch nehmen. Bin ja ein einfaches Mädel. Und sonst, was macht dein Entertainment-Leben? Auch da bin ich fleißig unterwegs. Vom Entertainment abgesehen gibt es mittlerweile ein Café Gloria 2 in Swiesel in meiner Heimat. Es wurde Ende April eröffnet. Jawohl, da ist eine informiert. Wie läuft's an?
sehr gut, wir sind zufrieden. Wir, weil ich habe zwei Geschäftspartner, Brüder, der Kurt und der Matthias, an der Stelle einen lieben Gruß. Die haben eine große Gärtnerei in Swissl und in dieser Gärtnerei gibt es ein kleines Tagescafé, Café Gloria. Also wer mal in Swissl ist, schaut vorbei, mit viel Glück bin ich auch da, wenn ihr nicht gerade hier bei euch sitzt. Und das sind auch Veranstaltungen geplant, oder? Und Musikgruppen, die dann eingeladen werden. Läuft das schon an? Nein. Oder wann beginnt das? Geplant, ja, über kurz oder lang. Aber es dauert alles seine Zeit, Anlaufzeit vor allem. Es ist ein Riesenunternehmen auf 1000 Quadratmeter, bis da jeder mal seinen Platz hat und bis das Tagesgeschäft läuft. Aber über kurz oder lang geht es eben los mit kleinen Veranstaltungen, ausbaufähig, weil wir viel Platz haben, drinnen und draußen. Und, ich weiß nicht, haben wir eine Pause jetzt dann? Weil ich werde auch im Münchenball sein. Darüber reden wir gleich. Sehr gerne. Gloria, ihr drei bleibt noch. Wir schauen ganz rasch mal. Was? Wo sind wir? Zur Steffi. Wir sind nämlich den Heidi Coaster. Ja, Stampfel, du hast wieder eine Sauklaue. Das kann doch kein Mensch lesen. Gloria Gray ist bei uns. Es ist eigentlich schon Tradition, dass du uns hier im Wiesnstudio besuchst. Es ist das so und so vielte Mal. Ich wurde gefragt, ich glaube, ich bin seit dem allerersten Mal dabei. Ich habe ein bisschen recherchiert. Wie lange macht ihr das? 15 Jahre so circa? Ich habe tatsächlich mein 15. Jahr hier im Wiesnstudio. Und ich denke, dass ich ziemlich jedes Mal dabei war. Vielleicht ein, zwei Kunstpausen, wenn ich auf Tournee war. Aber ansonsten bin ich immer gern dabei und bedanke mich an der Stelle, auch dabei sein zu dürfen. Ja, immer gerne. Du hast dich aber auch mal zurückgezogen, ganz bewusst. Da hast du, dann gesagt, das ist mein ganzer Glamour-Kram, den lasse ich mal hinter mir. Ich muss mal wieder mehr zu mir kommen. Solche Phasen habe ich immer wieder. Die brauche ich auch, um mich zu erden, um bodenständiger zu werden. Ich bin von Haus aus da, geboren im Bayerischen Wald. Da wirst du geerdet, ob du willst oder nicht, wenn du da geboren bist und aufwächst. Aber manchmal, wenn man so viel unterwegs ist, verliert man wirklich leider manchmal die Bodenhaftung und den Bezug zur Realität. Und deshalb bin ich ab und zu, habe ich Pausen und bin wirklich am Land und da genieße ich den Bayerwald in vollen Zügen. Das ist für mich Wellness pur. Wo fühlen Sie sich denn inzwischen mehr daheim? Also ihr Kindeself, bin ja in Niederbayern geboren und bin dann auch nach München gezogen. Und das ist natürlich immer so, dass man dann ein bisschen so auseinandergerissen ist, auch im Herzen. Ja, man kommt so gern heim, aber man wohnt auch so gern in Minger. Wo fühlen Sie sich mehr daheim? Also, wo darf ich reinsprechen? Ich für mich habe festgestellt, Heimat ist eine Gefühlssache und das kann sich ändern. Ja, da, wo ich mich wohlfühle. Aber meine Basis, mein Nest ist mittlerweile der Bayerische Wald geworden, mein Hauptwohnsitz. Aber ich verströme mich sehr gern, beruflich, aber auch privat, um andere Menschen zu treffen, mir Ideen zu holen, Inspirationen. Und deshalb gibt es in München, da war ich ja immerhin 27 Jahre, übrigens halb, 27 Jahre Swissl, 27 Jahre München. Halbzeit habe ich jetzt. Kann man sich ausrechnen, wie alt ich schon bin? 32. Es gibt bald ein neues Projekt. Darf ich das mal ganz kurz und dezent hochhaben? Natürlich. Mein jüngstes Kind, geht das überhaupt drauf, alles hier? Gloryland am 12.10. Oktober in München im Hotel Krone, hier gleich ums Eck. Das wird wieder eine Mischung aus Party, Kunst und vielen Künstlern verteilt auf das ganze Hotel. Übrigens, alle VIP-Karten sind schon weg, alle Hotelzimmer sind schon ausgebucht, aber es gibt noch einige Karten. Wir haben noch 3 Wochen. Ich werde selbst auch auf der Bühne sein. Das wird eine Mischung, so wie ich es liebe. Ich habe ja viel in Dinnershows gearbeitet. Das ist mir manchmal zu clean, zu sauber. Und da sieht man die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung. Ich habe Leute, die lange schon im Geschäft sind auf der Bühne. Ich habe Newcomer und die größte Show findet bei mir im Publikum statt. Meine Gäste sind dermaßen ausgefallen und durch mich, durch diese Brise Magie, traut sich jeder, sich zu entfalten. Und es ist eine wunderschöne Mischung. So don't miss it. Come to Gloryland. Stilvolle, laszive Ekstase. Trifft es das ungefähr? In etwa. Ich habe Ruth Megari dabei. Kennst du sie? Ja, aber sicher. Sie wird 97 in diesem Jahr. Ich liebe sie. Und wenn man ihr Hallo sagt, dann sagt sie meistens zurück, Hallo! Ja. Irgendwie so. Juhu! Alexander! Ja, also sie singt auch Oper im normalen Alltag, im Sprechen. Genau, dann habe ich einen Broadway-Star dabei. Eine Frau, die am Broadway gespielt hat, West Side Story, damals noch dirigiert von
Leonard Bernstein himself, ein Musical-Star, hat mit Michael Douglas im Film gespielt, in dem Film Chorus Line, auch die ist dabei. Es ist eine völlige Mischung, jeder hat so seinen Auftritt, eine kleine Bühne, eine intime Atmosphäre und natürlich auch Drinks und ein bisschen Flirten schadet ja auch nicht auf so einer Party. Gloryland, kommen wir mal zum Wiesnland. Wenn du eben aus dem Bayerischen Wald nach München kommst, auf die Wiesn und dann betrittst du das Festgelände. Mein lieber Scholli, da ist doch was los um dich herum, oder? Die Leute bleiben stehen, schauen, fotografieren. Jedes Mal denke ich, die meinen jetzt alle, die Wiesn-Chefin kommt, persönlich. Bavaria herself. Also kennst du den Film Die Zehn Gebote mit Charlton Heston? Wenn sich das, ja, aber sicher. Wenn sich das Meer teilt, so in etwa füllt sich das an. Nur heutzutage haben die alle Handys dabei. Aber das gehört mit dazu. Das ist part of the game, part of my life. Wo geht es heute noch hin? Ja, ich habe das Bändchen dran, ich bin eingeladen. Da auch einen schönen Dank in die Bräurosel. Da ist heute das alljährliche Bräurosel-Treffen. Ich sage jetzt mal, alles unterm und hinterm Regenbogen. Wer immer dafür offen ist, trifft sich an diesem ersten Sonntag. In der da hast du mich mal mitgenommen, das war sehr lustig. Ja, ja. Die schönste Stimmung, überall ist tolle Stimmung. Aber das ist nochmal eine besondere Atmosphäre. Also, dann wünschen wir dir viel Spaß dort. Dankeschön. Danke für den alljährlichen Besuch. Vielen Dank. Viel Erfolg mit Gloryland. Danke. Und mit dem Kaffee vor allem auch. Ja. Und wenn ihr wollt, Gloryland, kommt vorbei. München TV immer gerne gesehen. Oder wenn jemand den Swiss-List gab mit Gloria. Schöne Zeit noch. Passt auf euch auf. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück.